Perspektive entsprechend habe. Das ist spannend. Also wir nicht für die armen Leute, die einen angelernten Beruf oder nur Berufsbildung anstreben, ein Beruf über uns, das ist das Schema, wie auch in der Zeit. Die Zeiten wecken sich noch mit ihr in den Lebenszeiten. Die Allgemeinbildung läuft bis 20 und dann gehe ich entsprechend in die Berufsbildung und damit habe ich Freiheit und Möglichkeiten und begründete Wahl, werde ich Anwalt, werde ich Physiker, werde ich Theologe, werde ich Philologe, werde ich Astronom oder Naturforscher oder was da im Einzelnen ist, dann habe ich einen ganz komplexen Mikrokosmos durchlaufen, Exemplare und kann mich dann in die Spezialisierung entsprechend hineinbegeben, bin glücklich, weil ich im Grunde in allem mitreden kann und weil ich auch Möglichkeiten des Rückgriffs habe in der politischen Diskussion, in der wissenschaftlichen Diskussion, indem ich aus diesem Bereich, für Sie schematisch dargestellt, aus Material zurückgreifen kann, Argumentationsformen und so weiter, die in dem anderen Bereich gegeben sind. So, ich habe Ihnen das klar gemacht. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Ich weiß, Sie haben es verstanden. Ich möchte auf das zweite eingehen, auf den zweiten Absatz. Hier habe ich mir gesagt, oder möchte ich nochmal betonen, jetzt extra, wie dieser Bereich gestaltet werden muss. Ich sage es in meiner eigenen Sprache. Sie lassen es mich durchgehen. Und Sie können es nachlesen und wiederholen. Ich kann nicht alle Dinge, so schön das wäre, vorlesen. Dann bleibe ich ein mechanischer Vorleser und das will ich Ihnen nur nicht antun. Das Bildungswissen, in Anführungsstrichen, wird exemplarisch, weil ich raff das einfach vom Sinn her. Es wird exemplarisch geboten. Es wird, dass wir haben alle Künste, aber alle Künste werden nicht, so wie unser Gymnasium, Wesentliches und Unwesentliches zueinander wird, dargeboten, sondern exemplarisch wähle ich aus, ich wähle grundsätzliche Inhalte aus, große Texte, ich brauche jetzt nicht immer die Zitate, glauben Sie mir einmal, große Texte vorstellen, wesentliche Texte und an den Texten werde ich ganz lange mich abarbeiten, da werde ich gleich ein paar Zitate noch bringen, aber exemplarisch habe ich das gemacht. Das ist eine Möglichkeit, dass man das Konzept sogar in der Erweiterung durchführt. Kein Mensch hat schon Locke als Theoretiker der exemplarischen Bildung in der Pädagogik begonnen. Ich habe als junger Student beim Kafka gelernt, dass das Pestalozzi entdeckt hat. Und Kafka ist ein kritischer Pädagoge und geht auf die Aufklärung und die Frankfurter Schule und so weiter ein, aber er geht nicht bis John Locke. John Locke ist der Theoretiker, in der Tat, der exemplarischen, die Problemsituation fordert ihn ja geradezu heraus, er findet nur eine Lösung, indem er noch exemplarisch argumentiert. Der John Locke begrenzt die Inhalte, setzt Schwerpunkte, setzt zeitintensive Arbeit an den Einzelinhalten und die Freisetzung von methodischen, funktionalen Möglichkeiten bis zum Menschen. Das wird sogar im emotionspsychologischen Gesichtspunkten behandelt. Da man wird selbstbewusst, man freut sich. Die Arbeit in einem exemplarischen, das ist anders als das, was Sie hier bei mir, ich mache es auch exemplarisch, was Sie in der Schule oft oder so bei den
Prüfungen und den Wust an Inhalten machen müssen. Sie werden entmündigt, totgeschlagen durch die Fülle von Informationen, die sie nicht gründlich nachbedenken können oder deren Basis und Tiefe sie nicht abschätzen können. Und dieses Exerzitium des Exemplarischen, das hat er wohl für sich selbst so entdeckt. Das ist seine eigene, sein eigenes wissenschaftliches Ethos. So hat er den Wust der vielen Literatur und hat unendlich viele auch Französisch und so weiter gelesen, hat eine riesen Bibliothek Vorstellung, eine Bibliothek über Dürftiger und ich habe es auch teilweise bei nicht bei uns in Bonn, wir haben eine sehr schöne, aber so teilweise kennengelernt, da war mein Blasen. Bibliothek, Institut, also besser als daran machen wir nicht inhaltlich und man muss an konkrete Institutionen denken. Also er hatte eine Bibliothek, die ein enormes Wissen zur Verfügung stellte und ihn herausforderte, das Wissen der Zeit zu lesen und verschiedene Nationalsprachen, die jetzt kamen, das Lateinische, das Französische und so weiter und so fort. Und da musste er für sich selber, um nicht diffus zu werden, mutlos und orientierungslos zu werden, musste er eine Lösung finden. Ein begnadeter Mensch, ein genialer Mensch, braucht auch die Möglichkeit der Begrenzung und einer begründeten Begrenzung. Und um die hat er gerungen in seiner Theorie des Exemplarischen. Und um diese Möglichkeit müssen sie ab hier ins Studium. Und die Professoren müssen mit ihnen um diese Möglichkeit ringen, dass man in der Begrenzung ein Ganzes gegenwärtig macht und dass man Wesentliches von Unwesentlichem unterscheidet und dass man viele Bücher nicht liest. Teilweise ist es ein Vorteil, dass man Unkenntnis hat und man hat keine Urteile, sagt er ausdrücklich mehrfach in den Text. Und ja, nicht diese Gläubigkeit, im wirklich im doppeldeutigen Sinne von mir, diese Gläubigkeit an Autorität und an Bücher und an Neuerscheinungen und was da alles ist. Und er befreit sich in diesem Akt, indem er sagt, ich wähle aus und das muss mir jemand exemplarisch auch mal vormachen, wie man das macht. Ich wähle aus, ich entscheide, ich beachte gar nicht gewisse Erscheinungen, Neuerscheinungen, Moden und was das so alles ist. Ich habe existenziellen Kompass und das geschieht mit dem exemplarischen Prinzip. Und ich muss Ihnen sagen, Sie müssen wissen, was ist für Sie eine wichtige Theorie und auch wie, welche können Sie pfeifen. Sie können auch eine Vorlesung pfeifen, da haben Sie entschieden, auf das Unwesentliche nicht zählt. Und Sie können sagen, ich gehe in die Vorlesung zur Lernpsychologie und da habe ich ein paar Gesetze und da habe ich was Wesentliches. Jeder entscheidet das für sich. Und ich sagte, der Text offenbart ihn als persönlichen Denker und die Verunsicherung, die er hatte in einer Zeit, wir haben Renaissance und sonst etwas, die Zeit der Wissenschaften und Künste und die Assimilationsmöglichkeiten des Menschen, die sind begrenzt und er bezeichnet immer die Begrenztheit unseres Geistes und die unbegrenzte Sphäre wird hier immer größer und meine Begrenztheit und Kleinheit wird immer deutlicher und im Grunde werde ich lustlos, werde ich krank, wie wir das so häufig haben, in Überforderungssituationen und nicht überfordert im Grunde von einem Menschen, sondern in einer epochalen Situation, dass die Auswahl gebracht werden muss und noch keine Möglichkeiten gegeben waren für die Wesenden, für die Forschenden, dass sie das Recht zu
zur Auswahl hatte. Das Exemplarische muss sich durchsetzen als rechtes Individuum oder als Pflicht. Als Pflicht der intellektuellen Selbsterhaltung, dass man wesentlich, unwesentlich, wenig, gründlich, zwei Zeilen Text haben wir manchmal interpretiert. Ich habe mich daran als Faulenzer orientiert und ich habe geglaubt, dass es auch für Sie eine Schulung des Exemplarischen ist und eine Schulung Ihres Blicks der Auswahl. Und das kann Ihnen niemand abnehmen. Aber dass man nicht von Moden sich oder Tendenzen oder Richtungen, dann kommt Bourdieu und dann gibt es Foucault und alle sind große Menschen mit Milliarden, man muss vorsichtig sein, das ist sehr inflationär und der Stand der Forschung und all das ist ein Sog in die Unbildung. Bildung verlangt das Recht zum Exemplarischen. Und die ganz persönliche Bestimmung, was ist wesentlich, was ist unwesentlich, was lese ich, wie lese ich, über das Lesen sage ich gleich noch etwas, und eine Freisetzung individueller Entscheidung, die erst noch zu dem mittelalterlichen Gelehrtenbild neu hinzukommen musste, dass einer sagt, meine Bildungsgeschichte und ich habe vorhin die objektive Kulturgeschichte immer in Beziehung dazu gesetzt, hier ist Kultur, Wissenschaftsgeschichte und damit muss ja meine Bildungsgeschichte parallel laufen oder darauf bezogen sein. Und Bildungsgeschichte und Kulturgeschichte stellt sich in der Moderne des 17. Jahrhunderts vor ein Problem, das im Grunde unser Problem ist und auch persönlich ein Problem ist, wie man mit den Inferioritätsgefühlen, beispielsweise wenn man eine schöne Bibliothek hat, wie man mit Inferioritätsgefühlen entsprechend umgeht, wie man mit großen Gedanken und großen Leistungen umgeht, ohne in die Diffusität des oberflächlichen Wissens, habe ich vorgelesen, entsprechend abgeleitet. Also ich glaube, Sie können das nachvollziehen, er stand im Grunde in der Situation, er wollte Wissenschaftler sein, er wollte redlich sein, er wollte alle Wissenschaften berücksichtigen, hat gesagt, es ist gar nicht mehr möglich. Auch Leibniz, mein Gott, den nimmt er überhaupt nicht zur Kenntnis und seine Briefe beantworten er nicht und so weiter und so fort. Sehr arrogant oder Selbstschutz. Er sagt, also mein Gott, Leibniz ist auch kein Universaler und keiner, der für mich wesentlich ist. Und diese Auswahl oder die Entscheidungsdimension der Bildung im Gegensatz zur dargestellten Kulturdimension ist das moderne Entscheidende.